Ratatouille ist ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Vor allem im Umgang ist er sehr verschmust, wartet jede Sekunde auf ein Leckerli. Zu Hause eher ein bisschen faul und eher gemütlich. Aber sobald es dann aufs Turnier geht und er in den Parcours kommt, ist er sofort wieder beim ersten Mal rein, denkt man, man sitzt auf dem Fünfjährigen, dann guckt er links, guckt er rechts und dann ist das Adrenalin sofort eigentlich da und eigentlich immer antrittsbereit. Ratatouille ist einmalig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, der Züchter, der hat diesem Pferd, als es geboren wurde, genau den richtigen Namen gegeben. Ratatouille heißt bereit zu allem. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Dudu gefunden habe. Ich danke natürlich auch Markus, weil er dieses Pferd erfolgreich über all die Jahre gesund in den Ruhestand schicken darf. Ich glaube, wenn man uns im Parcours sieht, dann weiß man schon, dass wir uns beide schon sehr, sehr gut kennen. Er ist auch ein Pferd, der sehr extrem auf den Reiter reagiert. Er zeichnet sich extrem durch seine Rittigkeit aus und durch seine Flexibilität. Ist ein sehr grundschnelles Pferd. Ist nicht unbedingt das klassische Pferd von seinem Sprungablauf, von seiner Bewegung her. Aber sein Kopf am Ende ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. So unglaublich leicht einfach aussehen. Und mit dieser Leichtigkeit geht es hin zum Letzten. Die Daumen bleiben gedrückt, die Stangen bleiben liegen. Aachen war natürlich ein Highlight, den großen Preis gewinnen zu können. Zwei Tage vorher oder drei Tage vorher konnten wir den Nationenpreis gewinnen. Und sind halt Sachen, wo man gerne dran zurückblickt. Als erstes möchte ich mich natürlich bei der Familie Krech bedanken für das Vertrauen über die ganzen Jahre, was nicht selbstverständlich ist und wir wirklich tolle Jahre mit Ratatouille erleben durften. Dann aber auch an mein Team, hier stellvertretend meine Pflegerin Mel, die sich wahnsinnig um meine Pferde kümmern und ich glaube ich auch mit denen zusammen stolz drauf sein darf, die Pferde so lange im Sport zu haben. Aber der größte Dank gilt natürlich Tutu. Er ist ein Pferd, den man selten in seinem Leben hat. Und er hat mir über die ganzen Jahre so viele schöne Momente gegeben. Und ich hoffe, dass er noch viele Jahre bei uns zu Hause verbringen kann und wirklich einen würdigen Ruhestand bekommt. Vielen Dank.